Wir reden heute über ein sehr dunkles Kapitel in unserer Geschichte, über das Kapitel Gewalt an Kindern. Gewalt an Kinder ist ein Phänomen, das es nicht nur in der Vergangenheit gegeben hat, das es leider Gottes auch jetzt noch gibt. Und eine Statistik sagt, jedes 10. Kind in Deutschland und Österreich ist von Gewalt betroffen. Wir reden aber auch über eine Facette der Gewalt, die, denke ich, mir schlimmer als alles andere ist, sexueller Missbrauch von Kindern. Und auch das hat in Heimen stattgefunden und wahrscheinlich ist es auch ein Thema, das es in der Gegenwart noch immer gibt. Viele dieser Opfer waren zutiefst traumatisiert und konnten jahrelang, davon gehe ich aus, über dieses Thema nicht sprechen. Und ich finde es gut und richtig, dass sich heute alle Parteien geeinigt haben. Und hier mein besonderer Dank an den Beppo Muchic über seine tolle Vorsitzführung und über die Herangehensweise, wie du das gemacht hast. Das war wirklich ausgezeichnet und in dem Sinn danke. Denn nur dadurch ist es gelungen, dass wir gemeinsam hinschauen, die Schleier lüften, uns dieses Themas annehmen, dass wir jene zu einem Hearing holen, die ja wirklich mehr wissen, so wie der Weiße Ring, die mehr als 3500 Fälle bearbeitet haben, sensibel mit den Menschen gesprochen haben, oder auch die Klasnik-Kommission, die 2010 von der Bischofskonferenz eingesetzt wurde, um sich genau mit diesen Themen, mit dem Vergehen in der Vergangenheit in kirchlichen Heimen auseinanderzusetzen. Wir alle fragen uns, wie konnte das passieren? Wie konnte es passieren, dass so viele Instanzen weggeschaut haben? Wie konnte es passieren, dass verschiedene Erzieher ihren Sadismus ausgelebt haben? Und die Antwort haben einige Kollegen schon gegeben. Das war wahrscheinlich im Bild, im gesellschaftlichen Bild, das man hatte, wo Kinder, die keine Eltern hatten, die kein soziales Umfeld hatten, als Abschaum angesehen wurden. Und ich bin sehr froh, dass wir gesellschaftlich uns weiterentwickelt haben und dass jeder von uns und auch in der Gesellschaft jeder den Wert von Kindern schätzt, weil Kinder sind wirklich das größte Gut einer Gesellschaft. Und wir alle müssen alles dran setzen, Kinder so zu schützen vor Gewalt, vor schlechten Einflüssen. Dass das, was die jungen Menschen damals miterlebt haben, massive Auswirkungen auf ihr weiteres Leben hatte, das ist ja wohl völlig klar. Mehr als ein Viertel wurde kriminell. 46% leidet heute noch unter Angst- und Panikzuständen. Viele sind auch in einer Depression. Und wenn der Staat und wir alle jetzt sagen, 300 Euro Rente, und zwar nicht als Einkommensbestandteil, nicht pfändbar, sondern tatsächlich 300 Euro, dann ist das nicht eine Wiedergutmachung, weil das, was damals passiert ist, das kann niemand von uns wiedergutmachen und das können wir auch nicht mit Geld wiedergutmachen. Das sind Menschenleben, die verpfuscht worden sind, aufgrund dessen, weil halt manche sich herausgenommen haben, ihren Sadismus auszuleben. Aber was wir tun können als Gesellschaft, wir können wachsam sein, wir können hinschauen, bewusst hinschauen, aufklären und handeln. Wir müssen, wo immer Jugendliche in eine gefährliche Situation kommen, Gewalt ausgesetzt sind, handeln. Wir müssen als Gesellschaft mutiger werden und müssen alles dran setzen, dass es in Zukunft glückliche Kinder gibt und dass Gewalt, sexueller Missbrauch der Vergangenheit angehören. In diesem Sinn nochmal recht herzlichen Dank für die tolle Vorsitzführung. Herzlichen Dank an alle Fraktionen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das ein gutes Gesetz ist, der richtige Schritt in die richtige Richtung.